In diesem Video möchte ich dir den Profi-Nagelfräser JMD108 vorstellen. Das smarte und leistungsstarke Gerät ist die neueste Generation in der Nagelfräser-Kategorie. Mit 35.000 Umdrehungen pro Minute ist dieser moderne Fräser ein leistungsstarkes und professionelles Gerät. Er wird ganz bequem per Touch bedient und verfügt über eine digitale HD-Anzeige. Zudem ist die Geschwindigkeit stufenlos regulierbar und wir schauen uns jetzt den Nagelfräser JMD108 im Detail an. Bereits die hochwertige Verpackung macht etwas her und auch mit dem Zubehör kann dieses Gerät punkten, denn neben dem Gerät und dem Handstück wird auch eine praktische Silikon-Handstückhalterung mitgeliefert, wie auch 4 praktische Bits zum Starten. Generell kommt das Gerät sehr smart und edel daher. Im Vergleich zu den herkömmlichen Nagelfräsern macht der JMD108 einen modernen Eindruck. Besonders verliebt habe ich mich in dieses wunderschöne Handstück, denn es kommt sehr edel daher und auch die Verarbeitung ist sehr, sehr hochwertig. Auch das Handstück lässt sich wie alle anderen Handstücke der Nagelfräser mit nur einem Griff öffnen, damit man die Nagelbits bequem hineinschieben kann. Das HD-Display wird ganz bequem per Touch bedient. Man schaltet zuerst das Gerät ein und dann erscheinen auf der linken Seite die verschiedenen Funktionen. Hier kann ich zum Beispiel die Drehzahl einstellen. Wenn ich hier auf Maximum drücke, dann beginnt das Gerät zu starten und das Gerät kann 35.000 Umdrehungen pro Minute machen. Das heißt, wenn ich hier auf Voll gehe, so erscheint hier auf der rechten Seite das Display mit der Drehzahl in 1000, also 35.000. Aktuell flattert es, aber das liegt an der Kamera und dem Licht, das ich hier am Tisch habe. Aber selbstverständlich ist das Display im Normalfall fest und flattert nicht. Das liegt wirklich nur an der Kamera. So, ich schalte jetzt links die Drehzahl wieder ein bisschen nach unten. Und das funktioniert wirklich ganz, ganz einfach über das Touchscreen und ich kann so stufenlos die Drehzahl einstellen. Hier oben kann ich dann noch wählen zwischen Vorwärtsrotation oder Rückwärtsrotation. Das Gerät macht das gleich selber, also es stellt selber um. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Vorwärts möchte, dann kann ich da wieder auf den gleichen Knopf drücken. Der Fräser verfügt auf der linken Seite noch über 6 magnetische Bitsteckplätze, welche mir es ermöglichen, dass ich meine Ordnung auf dem Nageltisch beibehalten kann. Zu diesem Nagelfräsen werden ja bereits 4 Nagelbits geliefert und die kann ich dann ganz einfach auf der Seite einstecken. Insgesamt macht dieser Nagelfräser JMD108 einen sehr guten Eindruck. Das Gerät ist zwar klein und handlich, ist aber immer noch sehr robust. Dank dem Anti-Rutschschutz auf der Unterseite bleibt das Gerät während dem Gebrauch an Ort und Stelle. Das schöne moderne Design und die leistungsstarken Funktionen überzeugen mich total und ich kann diesen Nagelfräser JMD108 absolut als Studiogerät empfehlen.